Du, Micha? Ja, Peter? Was hast du? Na, das, Peter, ist die Serie 10 von Playmobil. Also, das sind die neuen Figuren. Und die stellst du mal vor. Jo, aber nur 5 Stück. Da bin ich ja mal gespannt, was in den Päckchen so drin ist. Ich auch, Peter. Die komplette Serie habe ich mal nicht für euch rausgesucht. Das hatte ich schon mal bei der 8er und, glaube ich, 9er gemacht. Das sind jetzt 5 Päckle. Da war ich heute im Toys R Us. Habe so eine halbe Stunde lang geknistert und getastet und gedrückt. Und ich hoffe mal, da sind jetzt die Figuren drin, wo ich denke, dass sie drin sind. Ja, dann kommen wir noch zu dem Elfen. Wie schon gesagt, ich habe nochmal 2 Figuren nachgelegt. Den schwarzen Ritter und dann noch den Elf, weil die halt besonders cool aussehen. Und hier eigentlich sehr einfach, der Bogen, der Helm, ja, die sind fast gleich vom Elfen und vom Ritter. Ist schwer zu ertasten, hier haben wir das Schwert gemacht. Und hier könnt ihr einfach den Bogen rausfühlen. Wo habe ich ihn? Ich habe ihn eben noch hier irgendwo gehabt. Jetzt ist er weg, der Bogen. Vorführeffekt, oh weia. Ja, ich glaube, so schnell finde ich den jetzt hier. Doch, da ist er. Hier ist der Bogen. Gerade hier ist noch irgendwas dran. Da, ja, der ist. Also, er fängt hier an. Hier fängt er an. Und wenn er dann so entlang tastet, dann fühlt ihr schon. Ihr könnt auch so ein bisschen hier das so ein bisschen zusammen machen. Dann spürt er schon, spült genau diese Wölbung hier von dem Bogen. So. Schauen wir mal gerade rein. Pizzaschere ist leider nicht mehr da. Die ist fort. Jawoll! Wo ist der Bogen? Wo ist mein Bogen? Da ist nichts mehr drin. Und hier haben wir den Bogen. Cool, oder? Den könnt ihr halt leicht ertasten. Hier ist nochmal der Helm. Und den kann man halt mal schnell mit dem Helm, wo habe ich es? Vom schwarzen Ritter verwechseln. Seht ihr? Da sind die beiden Helme. Aber anhand des Bogens ist es kein Thema dann. Sieben Freunde müsst ihr sein. Und hier ist die Figur Nummer 7, der Elf mit Bogen. Und den finde ich richtig klasse, weil die Rüstung so toll aussieht. Schaut mal hier. Die ist super verziert. Ganz klasse gemacht. Hier dann noch der Helm. Hier haben wir den Rest von der Rüstung. Da hat er seinen Bogen in der Hand. Den könnt ihr natürlich doch dann hier so abmachen. Zack. Und hier hinten der Köcher mit den Pfeilen. So, mal gucken, ob ich den Helm gerade so abbekomme, ohne den Kopf da runter zu machen. Jawohl. So, jetzt sieht man den mal ohne Helm. Und dann seht ihr, der hat einen Zopf. So, ist der Pumuckl-Elf. Machen wir den Helm schnell wieder drauf. Zack. Und dann habe ich euch alle 7 Figuren mal vorgestellt. Wo hast du denn jetzt noch Platz? Ich mache mal gerade hier so an die Seite. Erste Figur war der Arbeiter mit Laubgebläse. Die zweite der riesige Geist, der im Dunkeln leuchtet. Dritte der Fußballfan mit dem Hotdog. Vierte der Feuermagier. Fünfte schwarzer Roboter. Sechste schwarzer Ritter. Und zu guter Letzt der Elf mit dem Bogen.